Ich erzähle euch etwas, was ihr eventuell nicht von anderen Führungskräften, die vielleicht herkommen würden, erzählen würden. Es ist etwas untypisch, aber ich halte das gerade für einige von euch, die vielleicht in Leadership gehen wollen oder auch nicht, ganz, ganz wichtig, nämlich an der Basis anzufangen. Meine Expertise ist empathische Führung. Das ist das, womit ich normalerweise auf Konferenzen gehe, auch in Unternehmen gehe und versuche, andere Führungskräfte von empathischer Führung zu überzeugen. Und bei empathischer Führung gibt es einen Aspekt, der besonders wichtig ist. Also es gibt zwar vier insgesamt: Menschlichkeit, Offenheit, Feedback und Selbstreflexion. Und was ich euch heute mitgebracht habe, ist ein Deep Dive in das Thema Selbstreflexion. Und es ist was ganz Persönliches und deswegen und es fällt mir nicht immer einfach, das zu erzählen, je nach Stimmung, wo ich gerade bin. Aber ich glaube, es ist trotzdem sehr wichtig, darüber zu sprechen. Ihr erfahrt heute nämlich das Ergebnis meiner persönlichen Selbstreflexion. Ich möchte euch eigentlich nur inspirieren, motivieren und ermutigen, es gleich zu tun. Ich habe keine Folien, das heißt, ihr könnt euch zurücklehnen. Da gibt es nichts, was man irgendwie ablesen oder abfotografieren kann. Das heißt, fokussiert euch gerne auf mich. Wer es nicht lassen kann, darf gerne ein Foto machen. Ich habe bis zu meinem 10. Lebensjahr in einem kleinen Dorf im östlichen Teil von Sambia gelebt. In diesem Dorf waren es damals ungefähr 150 Einwohner. Und das war alles meine Familie. Bis heute ist jeder, der in diesem Dorf lebt, in irgendeiner Form mit mir verwandt. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle dir das, weil Kindheitserfahrungen als auch Erfahrungen im späteren Leben sich auf die Führungsqualität auswirken. Mein Dorf war ein typisches afrikanisches Dorf mit Hütten, mit Strohdächern. Wir hatten einige Backsteinhäuser mit Wellblechdach, Kühe, Ziegen, Schweine, ganz viele Hühner. Keine Elefanten, nein, das hatten wir nicht. Wir hatten in diesem Dorf keinen Strom und keine Wasserleitungen. Das heißt, Wasser holten wir von einem 300 Meter entfernten Brunnen und trugen es in Eimern auf dem Kopf nach Hause. Licht machten wir mit kleinen Petroleumlampen oder Kerzen. Und zum Kochen machten wir ein offenes Feuer draußen unterm Baum. Wir hatten keinen Fernseher und keine Bücher. Wir Kinder, wir machten Spielzeug aus dem, was die Natur hergab oder was die Erwachsenen wegschmissen. Meine erste Puppe zum Beispiel habe ich mir aus einer Frucht mit Ästen zusammengesteckt. Das war ziemlich praktisch. Wenn ich Hunger hatte, aß ich einfach meine Puppe auf. Meine Kindheit war richtig schön. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was hat das aber mit Lunya Hara als Führungskraft heute zu tun? Ich denke, als Führungskraft ist sehr teamfähig und habe eine sehr ausgeprägte Menschenkenntnis. Ich komme nämlich aus einer Familie mit insgesamt 14 Kindern. Und in so einer Familie lernst du schnell, mit ganz unterschiedlichen Charakteren zu kommunizieren. Du lernst auch, mit anderen auszukommen, als auch zwischen Eigeninteresse und den Interessen des Teams, also der Familie, zu balancieren. Du schätzt auch die Expertisen der anderen, weil das Leben im Dorf beruht auf Gegenseitigkeit. Du bist für jeden Rat und jede Hilfe dankbar. Du lernst auch andere zu unterstützen, weil du genauso auf die Unterstützung anderer angewiesen bist. Wenn ich zum Beispiel
morgens mit dem Feuermachen trödelte, konnten alle anderen erst später frühstücken. Und nicht anders ist es in einem Team auf Arbeit oder bei euch in einer Arbeitsgruppe. Wenn einer oder eine die Arbeit nicht richtig erledigt, leidet das ganze Team. Dass ich heute teamfähig bin, ist keine große Überraschung. Jedoch musste ich mir dessen erstmal bewusst werden, denn es ist nicht unbedingt einfach, etwas als Stärke zu erkennen, was für einen selbst seit Kindheit an selbstverständlich ist. Da ihr keine Notizen machen könnt, wiederhole ich das nochmal, weil es wirklich ein wichtiger Satz. Es ist nicht unbedingt einfach, etwas als Stärke zu erkennen, was für einen selbst seit Kindheit an selbstverständlich ist. Wenn ihr auf eure Kindheit, einen Blick auf eure Kindheit werft, werdet vielleicht auch ihr erkennen, welche Werte euch wichtig sind und warum. Zum Beispiel habe ich mich einmal für einen Mitarbeiter eingesetzt, obwohl mich das bei meiner eigenen Führungskraft in ein schlechtes Licht rückte, obwohl es keine Lorbeeren zu gewinnen gab, obwohl der Mitarbeiter bereits gekündigt hatte. Mir jedoch ging es ums Prinzip. Der Mitarbeiter wurde aus meiner Sicht unfair behandelt. Irgendwann habe ich mich gefragt, warum ich eigentlich so sensibel reagiere oder empfindlich reagiere, wenn ich etwas als unfair empfinde. Und wieder landete ich bei meiner Familie. In so einer großen Familie wie meiner ist fair ein Idealzustand, der selten erreicht wird. Ältere Geschwister tragen dir ihre Aufgaben auf und in Sambia hast du keine Chance, es abzulehnen. Das ist unfair. Beim Essen haben die Älteren mehr Tricks auf Lager, wie man schneller isst. Bevor du richtig essen kannst, ist der Topf leer. Unfair. Als Jüngste in der Familie, ich bin nämlich die Zweitjüngste, hast du keinerlei Mitspracherecht. Sie fällen Entscheidungen für dich und sagen dir sogar, was du anziehen sollst. Da ist so vieles unfair, dass ich heute einen überdurchschnittlich ausgeprägten Sinn für Fairness entwickelt habe. Das ist per se weder gut noch schlecht. Aber als Führungskraft hilft es mir dabei, wenn es darum geht, ein Umfeld zu schaffen, das diese Werte widerspiegelt. Aber nicht nur die Familie prägt uns, sondern auch Lehrer, Vorgesetzte und andere Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen. In meinem ersten Job als Marketing Assistant bei Sony Music treffe ich unseren CEO Jochen Leuchner alleine im Fahrstuhl, gleich in den ersten paar Wochen. Ich bin nervös und hoffe, dass noch jemand um die Ecke kommt, damit ich nicht alleine mit ihm in den Fahrstuhl muss. Wegrennen geht nicht. Also steige ich in den Fahrstuhl ein und schaue streng geradeaus. Den Begriff Elevator Pitch kannte ich damals noch nicht. Da sagt der CEO zu mir: Guten Morgen, Lunja. Der CEO von Sony Music kennt meinen Namen. Wochen und noch Monate später habe ich anderen davon erzählt und habe es bis heute nicht vergessen. Dieses Erlebnis hat mich geprägt. Du meint und auch andere meinen vielleicht, das ist doch eine Kleinigkeit. Diese Kleinigkeit hat mich geprägt. Nicht nur dahingehend, dass ich stets versuche, die Menschen um mich herum wahrzunehmen, sondern auch dahingehend, dass mein Verhalten als Führungskraft das Verhalten
der Führungskräfte von morgen prägt. Und das halte ich für eine ziemlich wichtige Verantwortung. Daher lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, woher unsere Werte und Ansichten kommen, denn sie prägen unser Verhalten und sie sind das Fundament für Führung. Zu verstehen, woher meine Werte und Glaubenssätze kommen, das hat mir sehr dabei geholfen, eine authentische und selbstbewusste Führungskraft zu werden. Weil damit laufe ich nicht Gefahr, in einem Umfeld zu arbeiten, das nicht zu mir passt. Ein Umfeld, in dem ich mich vielleicht verbiegen muss. Die Auseinandersetzung mit meinen Werten hat mich auch dazu geführt, meine Beziehung zu einigen Werten zu überdenken. Denn wir alle haben noch Werte mit in uns, die uns zwar heute noch prägen, von denen wir uns aber besser trennen sollten, weil sie uns und oder unseren Mitmenschen nicht gut tun oder schlicht, weil sie nicht zu jener Person passen, die wir gerne sein möchten. Mein Vater, Ndawa Isaac Hara, war das einzige Kind seiner Eltern, das seinerzeit eine Schule besucht hat. Dadurch konnte er zur Kolonialzeit für die britischen Kolonialherren Büro- und Koordinierungsaufgaben übernehmen. Er wusste um sein Privileg und tat alles, um sich anzupassen. Ich erinnere mich, dass mein Vater oft der weiße Mann genannt wurde. Und das von seinen eigenen Landsleuten. Nicht verächtlich, nein, sondern bewundernd. Und ich war die Tochter vom weißen Mann. Noch heute gibt es in Sambia den Ausspruch Onanika Musungu, was übersetzt sinngemäß bedeutet, schaut die niedliche Weiße. Wenn du als Kind still saßt, saubere Kleidung anhattest oder deine Eltern sich Fanta an Weihnachten leisten konnten, wurdest du als Musungu gelobt. Dass ich als Schwarze den Weißen unterlegen sein könnte, wurde mir früh unbeabsichtigt eingepflanzt. Es ist das historische Erbe meiner Eltern und meines Landes, das ich mit dem Gepäck hatte, als ich im Alter von 10 Jahren nach Deutschland zog, ohne meine Eltern. Also lande ich im Alter von 10 Jahren im Land der Weißen mit dem Auftrag, du musst dich anpassen, mehr arbeiten und besser sein als sie, weil nur dann werden sie dich akzeptieren. Dieser Druck manifestierte sich in permanente Selbstbeobachtung bei allem, was ich tat. Und als Schwarze bist du von Weitem immer erkennbar. Also startete ich den nicht zu gewinnenden Versuch der Anpassung. Ich verbrannte mir meine Kopfhaut, indem ich jahrelang meine Haare glättete, mit dem Ergebnis, dass mein Haaransatz heute nicht mehr wächst. Ich entwickelte auch eine Schreibblockade. Jetzt stellt euch mal eine Projektmanagerin in einer Agentur vor mit einer Schreibblockade. Briefings erstellen, Protokolle schreiben und die vielen E-Mails. Es war ein Albtraum. Eine simple Mail zu schreiben, dauerte ewig. Du sitzt vor dem PC und kommst nicht über den ersten Satz hinaus, weil du immer wieder neu ansetzt. An manchen Tagen war die Blockade so schlimm, dass ich die E-Mail auf den nächsten Tag verschob, in der Hoffnung auf einen besseren Tag. Ich hatte Angst, mich falsch auszudrücken.
Doch heute weiß ich, das Gefühl, nicht genug zu sein, hatte mich gelähmt. Und erst eine Schreibtherapie hat mir geholfen, diese Blockade zu durchbrechen. Und ich fragte mich, warum habe ich überhaupt diese Schreibblockade entwickelt? In meiner Jugend schrieb ich bis Anfang 20 Gedichte. Und für meine Aufsätze bekam ich Lob in der Schule. Und jetzt eine Schreibblockade? Das hat mich veranlasst, nach den Ursachen zu forschen. Ich stellte mir Fragen, aber diesmal die richtigen. Und Selbstreflexion ist der Schlüssel. Was ist es, was mir Angst macht? Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Ich hörte auf, meine Haare zu glätten. Ich wollte nur noch für Unternehmen arbeiten, die Vielfalt begrüßen, und dazu gehört auch mein Afro. Ich begann, die Führungsstile von meinen Führungskräften und von meinen Kollegen zu hinterfragen. Warum muss ich als Führungskraft eine künstliche Distanz wahren, wenn mir eine herzliche, warme und wertschätzende Zusammenarbeit wichtig ist? Ich glaube, dass Arbeit muss Spaß machen. Es muss Raum geben für die kleinen und großen Sorgen. Wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe, für Mitarbeitende Visionen entwickeln, richtig zuhören und Zeit nehmen. Meine Geschichte mag vielleicht ein Spezialfall sein. Jedoch glaube ich, dass wir uns alle einen Blick in unsere Kindheit werfen sollten. Denn ein solcher Blick hilft uns, unsere wahre Persönlichkeit, und es ist egal, ob als Führungskraft oder nicht, unsere wahre Persönlichkeit in den Job einzubringen und dazu zu stehen. Und daher lade ich euch ein, werft einen Blick auf eure Kindheit und frühere Erfahrungen. Haltet an den Werten und Glaubenssätzen fest, für die ihr heute noch einstehen wollt. Und trennt euch von jenen, die euch im Wege stehen. Die, die euch daran hindern, wirklich ihr selbst zu sein. Denn authentisch zu sein bedeutet nicht, unkritisch alle Prägungen aus unserer Kindheit und Vergangenheit zu übernehmen. Authentisch zu sein bedeutet, sich immer wieder bewusst für oder gegen diese Prägungen zu entscheiden. Weil nur dann wird unser Handeln nicht von anderen bestimmt, sondern von uns selbst. Und daher frage ich jetzt dich, welche deiner Prägungen wirst du heute zuerst in Frage stellen? Mein Name ist Lunya Hara, ich bin die Tochter von Dawa Isaac Hara und Ida Sakala Hara.